Lerdo, wer es noch nicht mitbekommen hat, Ubuntu One macht dicht, ja, unsere Cloud bei Ubuntu. Das Ganze wird noch nicht heute und nicht morgen, also zum Zeitpunkt dieses Videos haben wir den 5. April, nicht den 1. April, nein, kein Scherz. Die werden nicht mehr erreichbar sein, diese Dienste, diese Cloud-Dienste, dass man da Dateien hochladen kann. Ab 1. Juni 2014, aber die Benutzer, die dort einen Account haben, können doch bis 31. Juli ihren Kram runterladen. Also ich bin jetzt schon dabei, ne? Ich habe ja zusätzlich zu meinen Videos einige Uploads in meinem Storage laufen, ja. Wo ich dann zum Beispiel, wenn ich ein Video über Programmieren mache, das entsprechende Pascal-Skript, Dateien und ähnliches, Bilder hochlade, ZIP-Dateien, damit ihr dann die entsprechenden Demos nachmachen könnt oder ähnliches. Gut, also momentan bin ich umgeswitcht auf Google Drive. Das kann sich jetzt natürlich tagtäglich ändern. Also falls ich irgendwann mal die Cloud ändere, nicht mehr in Google Drive hochlade, dann könnte es auch etwas anderes sein. Und ich bin im Moment auch dabei, jeden Unterordner, also Video zum Beispiel 2014, darin findet ihr dann die entsprechenden Uploads von 2014. Wenn ihr da nicht reinkommt, müsst ihr euch bei Google anmelden, ne? Ich habe auch mal auf dem Android Handy getestet, das geht am besten mit dem Google Chrome Browser. Dann kommt ihr in den entsprechenden Unterordner rein und ich mache momentan, so ist es zumindest geplant, für jeden Unterordner eine eigene Domäne. Warum? Also meine eigene Domain. So dass ich zum Beispiel in den 2014er Videos immer einen bestimmten Domainnamen verlinke, welcher seht ihr in der Videobeschreibung, das lasse ich jetzt hier mal weg, das kann sich ja tagtäglich ändern. Die 2013er Videos haben einen anderen Link in der Videobeschreibung, so dass man direkt immer in den Unterordner kommt vom entsprechenden. Ja, so ist es im Moment geplant. Also ich bin beschäftigt, ne? Ich bin schon schwer am Hoch- und Runterladen. Insgesamt sind es 10 GB, ob ich die kompletten 10 GB wieder hochlade, ist die Frage, weil da sind auch noch ein paar alte Zöppe drin, die können auch mal wieder weg. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, Ubuntu One macht dicht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.